Mit dem nahenden Ende der gegenwärtigen Konsolengeneration kommt auch die Sands of Time Trilogie des persischen Prinzen zum Abschluss. Der dritte Teil trägt den Untertitel The Two Thrones und vereint die Vorzüge der beiden Vorgänger zu einem gelungenen Finale. Während von Warrior Within das variantenreiche Kampfsystem übernommen wurde, orientieren sich Ambiente und der grundsätzliche Spielablauf wieder deutlich stärker am Erstling. Konkret heißt dies, dass ihr wieder überwiegend mit anspruchsvollen Sprung- und Kletterpassagen beschäftigt seid und die Kampfeinlagen als passende Abwechslung dienen und nicht das Geschehen dominieren. Außerdem verabschieden wir uns wenig wehmütig vom arg düsteren Grundton des zweiten Teils. Stattdessen erfreuen hübsche orientalische Kulissen das Auge und geben die Märchenstimmung wesentlich besser wieder. Das gleiche gilt für die Soundkulisse. Kein Ton ist mehr von dumpfen Metal-Riffs zu vernehmen, diesmal sorgen wieder fernöstliche symphonische Klänge durchgehend für Stimmung. Der Prinz hat für sein finales Abenteuer einiges dazugelernt. Neben seinen Kampfeskünsten und bereits bekannten akrobatischen Aktionen kann er jetzt zum Beispiel enge Schächte herunterrutschen, Fensterklappen als Katapult nutzen oder seinen Dolch in Wandmarkierungen stechen. Das macht abwechslungsreiche und fordernde Geschicklichkeitspassagen möglich. Außerdem müsst ihr nun nicht mehr alle Feinde mühsam im Duell erledigen. Schleicht ihr euch unbemerkt an, könnt ihr per Speedkill und gut getimten Knopfdrücken Bösewichte schnell und unbemerkt eliminieren, was das Leben deutlich leichter macht und nervige Dauerkämpfe erspart. Gelegentlich wird der Prinz von seiner bösen Seite übermannt. Sein dunkles alter Ego ist nicht weniger gewandt und hat zudem einige interessante Eigenheiten parat. So ist er äußerst widerstandsfähig, kann er durch Sandenergie vernichteter Feinde und Gegenstände absorbieren. Allerdings muss er das auch, weil sich seine Kraft sonst automatisch immer weiter verringert. Als Waffe setzt der dunkle Prinz auf den Daggertail, eine Kette aus Metallgliedern, die er indie-mäßig auch noch anderweitig nutzen kann. Greift damit nach Haken in der Wand oder Trapezen in der Luft, um weitere Abgründe zu überwinden, als es in eurer normalen Gestalt möglich wäre. Neben den üblichen Kampf- und Klettersequenzen sorgen teils eindrucksvolle Bosskämpfe und Fahreinlagen mit dem Streitwagen für zusätzliche Abwechslung und machen The Two Thrones zum bislang besten Prince of Persia. Wer die Wahl hat, sollte übrigens zur Xbox-Fassung greifen. Zwar spielt sich das Abenteuer auf allen Konsolen einwandfrei, auf der Microsoft-Hardware erwarten euch dazu die wenigsten Ruckler. Wenn er dich nicht